Frühjahr 1945. Amerikanische Soldaten erobern von Westen her das Dritte Reich. Stadt für Stadt, Dorf für Dorf. Mit dabei sind ein paar Dutzend Kameraleute der US-Armee, die den Vormarsch dokumentieren sollen. Eingebettet in die vorrückenden Truppen drehen sie mehr als 1000 Rollen Film, die heute im amerikanischen Nationalarchiv in Washington liegen. Es sind unvergessliche Aufnahmen von Sieg und Niederlage, Tod und Verzweiflung, Befreiung und Zusammenbruch. Im Westerwald rückt die 7. US-Panzerdivision vor. Seit der Rheinüberquerung vor 2 Wochen haben die amerikanischen Verbände hier Dorf für Dorf erobert. Immer wieder stoßen sie auf zum Durchhalten entschlossene deutsche Einheiten. Air Force und Artillerie zerstören jedes Haus und jede Ortschaft, wenn sich dort Widerstand regt. Der Übermacht können die Verteidiger nur wenig entgegensetzen. Im kleinen Dorf Boden zeigen sich nur die russischen Zwangsarbeiter erfreut über ihre Befreiung. Im Nachbarort Meuth werden etwa 1000 gefangene Wehrmachtssoldaten zusammengetrieben. Sie haben die Aufforderung ihres Führers vom 11. März nicht befolgen können. So lange Widerstand leisten und auf die Feinde schlagen, bis sie am Ende müde werden und doch zerbrechen. Die Zivilbevölkerung verpflegt die Gefangenen so gut es geht. Nach 2 Tagen auf dem schlammigen Feld wird man sie in ein Sammellager bringen. Über Hitlers Autobahn marschiert an diesem 27. März 1945 die 5. US-Infanteriedivision Richtung Frankfurt am Main, wo sie zunächst den nahegelegenen Rhein-Main-Flughafen erobert. Bereits am Vortag hatten GIs die Frankfurter Innenstadt erreicht. Die Wilhelmbrücke ist durch eine mangelhafte Sprengung nur teilweise beschädigt. Und so errichten die Truppen von Generalmajor Robert W. Grow auf der Nordseite einen Brückenkopf. Dort werden sie von deutschen Einheiten in ein heftiges Gefecht verwickelt. Ein Armeekameramann filmt den Häuserkampf. Der deutsche Kampfkommandant Oberstleutnant Löffler ist zum Durchhalten entschlossen. Wenn man wüsste, dass nichts mehr hinter uns steht, erklärt er seinen Soldaten, sollte man die weiße Fahne aufziehen und die Sache beenden. Aber vielleicht hat die Führung doch noch eine Trumpfkarte in der Hand. Dann soll es nicht heißen, an unserem oder meinem Versagen sei ihr Ausspielen verhindert worden. Wir werden also tun, was wir tun müssen. Am Nachmittag des nächsten Tages treffen amerikanische Artilleriegranaten den Gefechtsstand der Deutschen. Löffler wird schwer verwundet und erliegt seinen Verletzungen.
Sein Stab ist nicht mehr einsatzfähig. Auch in Frankfurt am Main ist der Krieg vorbei. Südlich der Lahn rücken Einheiten der 87. US-Infanteriedivision vor. Im Westerwald notiert eine junge Frau in ihr Tagebuch: Einer schreit plötzlich, der Amerikaner kommt. Da kommen auch schon versprengte deutsche Soldaten. Sie bringen die Nachricht mit. Um 11 Uhr in der Früh fahren die ersten amerikanischen Autos in unser Dorf ein. Das Dorf wird übergeben. Etwa 200 deutsche Soldaten, die sich inzwischen angesammelt haben, werden gefangen genommen. Die Häuser werden flüchtig durchsucht. Meine Cousine hat 40 Mann Einquartierung. Hier bei uns sind es 6. Zum Glück ist ein Dolmetscher dabei. Nicht alle Soldaten haben sich im Dorf so anständig gezeigt wie die unseren. Es sind tolle Sachen passiert. Nicht alle unsere Frauen und Mädchen haben sich glänzend bewährt. Man kann nur das eine Wort sagen: Ehe vergessen. Und sie fügt hinzu, dass alles so schnell kommen würde, hätte wohl keiner geahnt. Und das Gefühl, dass wir amerikanisch sind, ist unbeschreiblich und jetzt noch unbegreiflich. Ein Kameramann der US-Armee ist mit einer Panzereinheit auf dem Weg nach Wetzlar. Der Krieg ist in der Mitte Deutschlands angekommen. Scharfschützen liefern den Wehrmachtseinheiten, die sich auf der anderen Seite der Lahn verschanzt haben, ein letztes Scharmützel. Männer in Zivilkleidung beenden mit ihrer hastig an einem Ast befestigten weißen Fahne die sinnlose Aktion. Auch Wetzlar kapituliert. Befreite Zwangsarbeiter zelebrieren das Ende von Hitlers Terrorregime. Die amerikanischen Armeen rücken an diesem 29. März 1945 fast ungehindert nach Norden und Osten vor. Bis zu 100 Kilometer schaffen sie an diesem Tag. Gleich außerhalb Wetzlars stoßen die GIs auf ein mit Stacheldraht umzäuntes Gelände. Hier hatten die Nazis ein Durchgangslager für alliierte Kriegsgefangene eingerichtet. Abgeschossene Bomberbesatzungen wurden hierher gebracht und verhört. Etwa 90.000 amerikanische Flieger wurden im gesamten Reich festgehalten. Wer es in den Gewahrsam der Luftwaffe geschafft hatte, war in Sicherheit. Denn viele abgestürzte Piloten wurden von aufgebrachten Volksgenossen gelyncht. Nach Berichten von Gefangenen war die Verpflegung im Dulag Luft ausreichend, denn das Rote Kreuz schickte immer wieder Pakete. Nicht immer war die Behandlung der alliierten Gefangenen durch die deutschen Bewacher so herzlich,
wie die Bilder aus Wetzlar suggerieren. Für die kleinsten Verstöße gegen die Lagerordnung gab es drakonische Strafen. Jetzt werden die Wächter zu Gefangenen. Dulag Luft wird noch am selben Tag evakuiert. Die Befreiten dürfen nach Hause. Wo auch immer ein Hindernis den Vormarsch blockiert, wird es von den Sherman-Tanks sofort aus dem Weg geräumt. Trotzdem stellen sich der amerikanischen Übermacht immer wieder deutsche Verbände entgegen, die von ihren Offizieren zum Kampf gezwungen werden. Wer sich dem Gemetzel entziehen will, dem droht standrechtliche Erschießung. Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd, General Otto Wöhler, hatte am Vortag einen unmissverständlichen Befehl an seine Soldaten ausgegeben. Ich habe erneut feststellen müssen, dass sich im rückwärtigen Gebiet eine untragbare Zahl Versprengter herumtrieb. Versprengte sind in der Masse Feiglinge und Drückeberger und damit Kriegsverbrecher, die keinerlei Schonung verdienen, weil sie ihre Kameraden die Härte des Kampfes alleine tragen lassen. Wer im Kampf von der Truppe abkommt, hat sich unverzüglich bei der nächsten kämpfenden Truppe zu melden. Sie zu finden ist nicht schwer. Der Gefechtslärm ist der sicherste Wegweiser. An diesem 29. März 1945 erlässt der Reichsführer SS Heinrich Himmler einen Befehl, der die Zivilbevölkerung zum Durchhalten zwingen sollte. Aus einem Haus, aus dem eine weiße Fahne erscheint, sind alle männlichen Personen zu erschießen. Amerikanische Soldaten beim Ostergottesdienst im besetzten Limburg an der Lahn. Ein katholischer Militärgeistlicher liest die heilige Messe, die Kühlerhaube eines Militärfahrzeugs dient als Altar. Kameramann Butterfield dokumentiert das kurze, besinnliche Innehalten mitten im Krieg. Im nahegelegenen Westerwald notiert eine junge Frau: Heute ist Ostersonntag. Es war eine schöne und sinnreiche Auferstehungsfeier heute Morgen. Ganz befreit haben wir das Halleluja singen dürfen. Die harte Fessel ist von uns abgefallen. Freier dürfen wir atmen. Und sie fügt hinzu: Diesmal treiben sie uns gründlich den Militarismus und Nationalsozialismus aus. Kein Jota von dem, was bisher unsere Welt war, lassen sie gelten. Ein deutscher Soldat schreibt an diesem 1. April 1945 an seine Familie: In diesem Jahr verleben wir Deutschen eines der traurigsten Osterfeste der Geschichte. Der Gegner steht in Ost und West tief in deutschem Land. Verloren aber ist der Krieg erst dann, wenn wir uns selbst aufgeben. Selbst wenn Deutschland kapitulieren würde, wäre damit der Krieg für uns beendet? Nein. Das Grauen würde erst richtig seinen Anfang nehmen und wir hätten nicht einmal Waffen, um uns zu wehren. Solange wir aber noch Waffen und den festen Glauben an unsere gute Sache haben, ist nichts verloren. Ich glaube ganz fest an eine entscheidende Wendung. Die Vorsehung, die uns den Führer geschickt hat,
wird nicht zulassen, dass all die furchtbaren Opfer umsonst waren. US-Einheiten dringen am Ostermontag weiter nach Norden vor. Routinemäßig erobern sie einen Ort nach dem anderen. Eine organisierte Verteidigung scheint hier nicht mehr zu existieren. Doch die Amerikaner haben Sorge, dass sich hinter der Front fanatische Partisaneneinheiten bilden könnten. Am 25. März hatte ein sogenanntes Werwolf-Kommando den Aachener Oberbürgermeister Franz Oppenhoff ermordet, der schon vor Monaten von den Amerikanern in sein Amt eingesetzt worden war. Am Ostersonntag hatte sich dann eine selbsternannte Bewegung nationalsozialistischer Freiheitskämpfer über Rundfunk an die Bevölkerung gewandt und angekündigt, überall in den besetzten Gebieten Jagd auf feindliche Soldaten und deutsche Kollaborateure zu machen. Der Schlachtruf dieser Wehrwölfe lautet: Hass ist unser Gebet und Rache unser Feldgeschrei. Propagandaminister Joseph Goebbels kommentiert an diesem 2. April 1945 zufrieden: Ich werde die Wehrwolf-Sendungen jeden Abend durchführen. Und ich hoffe, mit diesen Sendungen die Aktivisten zu einer festen Gemeinschaft im Reich zusammenzuschließen. Es ist direkt erfrischend, einmal einen Ton zu vernehmen, wie er früher in der Kampfzeit üblich gewesen ist. Ich habe die Absicht, dem Sender und der Zeitung Wehrwolf im Kampf um die Freiheit des deutschen Volkes dieselbe Rolle zuzuerteilen, die ich seinerzeit der Zeitung Der Angriff im Kampf um die Macht zuerteilt habe. Ich glaube, damit auch dieselben Erfolge erzielen zu können. Der Wehrwolf wendet sich bewusst an die politische Minderheit der Unentwegten und Beharrlichen, die ja immer die eherne Spitze am bleiernen Keil des Volkes bilden. Das Dritte Reich ersinnt im Untergang immer neue Terrormethoden und die Schergen des Nazi-Regimes schrecken auch vor Mord an der eigenen Bevölkerung nicht zurück, sollte sie sich dem Feind ergeben. Aktionen gegen Besatzungssoldaten bleiben dagegen die Ausnahme. Der Leiter der NSDAP-Parteikanzlei, des Führers berüchtigter Sekretär Martin Bormann, er lässt an diesem 2. April 1945 einen Aufruf zum härtesten Widerstand. Von jetzt ab gilt: Der Kampf gegen den ins Reich eingedrungenen Gegner ist überall mit aller Unnachgiebigkeit und Unerbittlichkeit zu führen. Gauleiter und Kreisleiter, sonstige politische Leiter und Gliederungsführer kämpfen in ihrem Gau und Kreis, siegen oder fallen. Und Bormann fügt hinzu: Ein Hundsfott, wer seinen vom Feind angegriffenen Gau ohne ausdrücklichen Befehl des Führers verlässt, wer nicht bis zum letzten Atemzuge kämpft, er wird als Fahnenflüchtiger geächtet und behandelt. Reißt hoch die Herzen und überwindet alle Schwächen. Jetzt gilt nur noch die Parole: Siegen oder fallen. Einheiten der 5. US-Panzerdivision erobern an diesem Tag die westfälische Stadt Herford. Armeekameramann Van der Veer dreht den Einmarsch. Unweit von Herford, im kleinen Dorf Kirchlengern, wird ein paar Tage später der Bürgermeister tot aufgefunden. Bei der Leiche liegt ein Zettel mit der Aufschrift: Verräter, die Wehrwölfe. Musik.
Angesichts der drakonischen Strafen, die zur Kapitulation bereiten Offizieren drohen, kommt es mancherorts zu absurden Szenen. In diesem Dorf bei Eisenach verhandeln die Amerikaner mit deutschen Offizieren über die Kapitulation. Doch deren vorgesetzter General befiehlt, die Gespräche abzubrechen. Die Ortschaft muss schließlich doch im Kampf genommen werden. Im sogenannten Ruhrkessel sind seit ein paar Tagen 320.000 deutsche Soldaten eingeschlossen, mehr als in Stalingrad. Das Oberkommando der alliierten Expeditionsstreitkräfte lässt Flugblätter über den deutschen Linien abwerfen, um die Armee von Feldmarschall Model zum Aufgeben zu bewegen. Ihr kennt die erdrückende alliierte Überlegenheit. Ihr wisst, dass dies kein Krieg mehr ist. Ehrliche Soldaten lassen sich nicht von Verbrechern zum Selbstmord treiben. Ihr habt keine Hoffnung auf Nachschub, Ablösung oder auch nur darauf, dass euch die Alliierten in eurem Kessel vergessen. Ihr habt die Hoffnung, ja die Gewissheit, als Kriegsgefangene anständig behandelt zu werden. Ihr findet auf der Rückseite die Anweisungen General Eisenhowers. Wer sie befolgt, lebt. Wer sie nicht befolgt, ist verloren. Armeekameramann Sawyer dreht an diesem 4. April 1945 den Vormarsch der 6. US-Panzerdivision in der Nähe der thüringischen Stadt Mühlhausen. Was die Menschen hier noch nicht wissen, die Amerikaner werden nur ein paar Monate bleiben, denn Thüringen gehört ab 1. Juli 1945 zur sowjetischen Besatzungszone. Ein deutscher Unteroffizier schreibt in sein Tagebuch: Die politische Berichterstattung ist bemüht, die Beziehungen zwischen den USA und England einerseits und der UdSSR andererseits als einer unmittelbaren Krise zustrebend darzustellen. Es soll der Eindruck erweckt werden, als könne es sich hier nur noch um Tage handeln, bis die Gegensätze in aller Schärfe aufeinanderprallen und ein unheilbarer Bruch sichtbar wird. Und er fährt fort, dass die tatsächlich vorhandenen Differenzen in diesem Augenblick zu Zweckmeldungen gröbster Art ausgenutzt werden, liegt auf der Hand. In einem Aufruf, den der Leiter der Parteikanzlei Bormann in diesen Tagen erließ, wird an Gauleiter, Kreisleiter und sonstige Führer der Bewegung und ihrer Organisationen die alternative Forderung gestellt: Siegen oder fallen. Mir scheint, dass das Schwergewicht eindeutig auf Letzterem liegt. Bei den amerikanischen Heerführern herrscht Uneinigkeit über das weitere Vorgehen. Einige wollen unbedingt Berlin vor der Roten Armee erreichen. Doch US-Oberbefehlshaber Eisenhower glaubt, dass dieser Triumph nochmal 100.000 tote GIs kosten könnte. Allein im März waren über 10.000 US-Soldaten gefallen. Eisenhower richtet schließlich einen Großteil seiner Armee Richtung Süden, um die gefürchtete Alpenfestung zu zerstören, die sich nur allzu schnell als Hirngespinst erweisen sollte. Am Zusammenfluss von Fränkischer Saale und Main haben Einheiten der 14. US-Panzerdivision Gemünden erreicht. Mit Sturmbooten setzen die GIs über die Saale. Armeekameramann Walter Rosenblum ist an vorderster Front dabei. Weil Gemünden genau auf der Nachschublinie der Deutschen für die bedrohte Mainfront liegt, befinden sich starke Kräfte in der Stadt, die im blutigen Häuserkampf erobert werden muss. Viele deutsche und amerikanische Soldaten lassen ihr Leben. Tote GIs aber dürfen die Kameraleute nicht aufnehmen.
Seit dem Abend des 5. April ist die Innenstadt von Gemünden in der Hand der Amerikaner. Die deutschen Verteidiger haben sich abgesetzt. Trotzdem durchsuchen die GIs jedes Haus nach Heckenschützen. Den Eroberern fallen zunächst nur die wenigen Bewohner der Stadt in die Hände, die sich wochenlang in Luftschutzkellern und Bunkern versteckt hielten. Dann ergeben sich auch die letzten Verteidiger der Stadt. US-General Albert C. Wilson beglückwünscht seine Soldaten, denen eine zerstörte Stadt in die Hände fällt. Immer wieder hatte die Air Force über Gemünden ihre Bomben abgeworfen, um den deutschen Widerstand zu brechen. Jetzt rollt der Nachschub durch die seit Tagen brennende Stadt. Ein Trupp GIs versucht zu löschen, was von der historischen Altstadt übrig ist. Doch die jahrhundertealten Fachwerkhäuser brennen wie Zunder. Die Überlebenden müssen die Toten bergen und können ein paar Habseligkeiten aus den Ruinen retten. Ein Gemündener erinnert sich später an seine Gefühle nach der Einnahme der Stadt. Gewiss empfanden wir eine Erleichterung, aber es war schwierig, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass diese schrecklichen Ereignisse plötzlich ein Ende gefunden haben sollten. US-Armeebefehlshaber George S. Patton zeichnet an diesem 6. April 1945 im hessischen Lich den US-Soldaten Harold Garman aus Albion in Illinois mit der Ehrenmedaille des Kongresses aus. Der exzentrische General ist an diesem Tag nervös, denn er weiß, dass in der Nähe von Gemünden ein Sondereinsatzkommando unterwegs ist. Patton hat persönlich den Befehl zu der Aktion erteilt. Sofort nachdem die Durchfahrtsstraßen in Gemünden geräumt waren, hatte sich ein Panzerverband auf den Weg gemacht. Nur wenige Kilometer außerhalb von Gemünden liegt das Ziel der GIs. Unter den 4000 Kriegsgefangenen im Gefangenenlager Hammelburg vermutet General Patton nämlich einen Verwandten. Lediglich 75 amerikanische Soldaten sind noch im Lager. Die anderen wurden weggeschafft, nachdem ein US-Sondereinsatzkommando vor 10 Tagen in Hammelburg aufgetaucht und von deutschen Verbänden aufgerieben worden war. Vor allem jugoslawische Soldaten feiern jetzt ihre Befreiung. Schließlich finden die GIs doch noch den Gesuchten,
General Pattons Schwiegersohn, Colonel John Waters. Auch im Norden kämpft sich die 1. US-Armee von Generalleutnant Courtney Hodges nach immer gleichem Muster vor. Widerstand wird aus der Luft ausgeschaltet, bevor die Bodentruppen einrücken. Bilder aus Schmallenberg im Sauerland. Das taktische Bombardement des Ruhrkessels war tags zuvor von der Air Force eingestellt worden. Die amerikanischen Verbände benötigen aber noch weitere 10 Tage, um das Ruhrgebiet zu erobern. Der deutsche Feldmarschall Walter Model wird die Kapitulation seiner über 300.000 Mann starken Armee umgehen, indem er seinen Soldaten kurzerhand Entlassungspapiere ausstellt. Model begeht am 21. April in einem Waldstück südlich von Duisburg Selbstmord. Hier in Schmallenberg geht an diesem 8. April 1945 nur eine Handvoll Lanzer in amerikanische Gefangenschaft. Weiter nordwestlich haben Soldaten der 83. US-Infanteriedivision das Konzentrationslager Holzen erreicht. Im Lager sind nur noch wenige Häftlinge. Hunderte wurden erst Tage zuvor von der SS auf Todesmärschen weggeschafft. Kameramann Kier dreht die ersten Aufnahmen von den Opfern der Deutschen, seit die Armee ihren Vormarsch im Westen begonnen hat. Und es werden nicht die letzten sein. Holzen war als Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald gebaut worden. Die russischen, polnischen und jüdischen Häftlinge mussten unter unmenschlichen Bedingungen in einer nahegelegenen unterirdischen Anlage Asphalt fördern. Die Stollen sollten zu einer bombensicheren Fertigungsanlage für die Rüstungsindustrie umgebaut werden. Die Fabrik wurde nie in Betrieb genommen. US-Truppen setzen in Thüringen ihren Vormarsch Richtung Elbe fort. Kameraleute der US-Armee dokumentieren den Krieg in Deutschland. Noch wehrt sich das Dritte Reich gegen den Untergang. Jedes Dorf und jede Stadt, so verlangt es der Reichsführer SS Heinrich Himmler, muss mit allen Mitteln verteidigt und gehalten werden. Doch die zum Durchhalten Entschlossenen haben der Übermacht wenig entgegenzusetzen.
An diesem 10. April 1945 geht den GIs der erste hohe Repräsentant Nazi-Deutschlands ins Netz. Der ehemalige Vizekanzler Franz von Papen war 1933 Hitlers Steigbügelhalter zur Macht gewesen und später in Ungnade gefallen. Zuletzt lebte er mit seiner Familie unter Aufsicht der Gestapo im westfälischen Werl. Im Gespräch mit Generalmajor Harry Twaddle wehrt sich der Politiker gegen seine Verhaftung. Er bekleide schließlich keine militärische Position und sei über 65 Jahre alt. Von Papen wird ein halbes Jahr später in Nürnberg vor Gericht gestellt und erst 1949 wieder freigelassen. Seit 6 Uhr früh wehen weiße Fahnen über dem nordfränkischen Coburg als Zeichen der Übergabebereitschaft. Seit fast 24 Stunden stehen amerikanische Einheiten vor der Stadt. Ob es tatsächlich noch ein Gefecht mit deutschen Heckenschützen gab oder der Kameramann der US-Armee diese Szenen nachstellte, ist unklar. Um 10 Uhr vormittags unterzeichnet Stadtamtmann Sauerteig die Kapitulation. Das Feuer wird eingestellt. In der Steingasse wird die Proklamation Nummer 1 angeschlagen, die US-Oberbefehlshaber Eisenhower erlassen hat. Wir kommen als ein siegreiches Heer, jedoch nicht als Unterdrücker. In dem deutschen Gebiet, das von den Streitkräften unter meinem Oberbefehl besetzt ist, werden wir den Nationalsozialismus und den deutschen Militarismus vernichten, die Herrschaft der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei beseitigen, die NSDAP auflösen, sowie die grausamen, harten und ungerechten Rechtssätze und Einrichtungen, die von der NSDAP geschaffen worden sind, aufheben. Wie nahe die Amerikaner der furchtbaren Wahrheit über die Verbrechen der Deutschen sind, wissen sie an diesem 11. April 1945 noch nicht, als Soldaten der 104. US-Infanteriedivision die Stadt Nordhausen im Harz besetzen. In den Trümmern der Stadt gönnen sich die GIs der berühmten Timberwolf Division eine Pause im Krieg. Noch sind sie zu Scherzen mit befreiten polnischen Zwangsarbeiterinnen aufgelegt. Doch an diesem 11. April 1945 erreichen amerikanische Soldaten am Südrand der Stadt die Ruinen der Boelcke-Kaserne, die bei einem britischen Luftangriff schwer beschädigt worden war. Die GIs finden einige hundert ausgemergelte KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter des Lagers Mittelbau-Dora, die in den Stollen des nahegelegenen Kohnstein für Hitlers Wunderwaffen schuften mussten. In die Boelcke-Kaserne brachte man die Kranken und Schwachen zum Sterben. Die SS-Wachen hatten sich nach dem Luftangriff abgesetzt und die Häftlinge ihrem Schicksal überlassen. Die Befreier stoßen auf über 2000 verwesende Leichen. Die US-Militärs richten ganz in der Nähe sofort ein Lazarett ein und fordern zusätzliche Sanitätseinheiten an, um die Kranken und Verletzten zu bergen. Der Gestank. Es gibt keine Worte, um diesen Gestank zu beschreiben, erinnert sich später ein GI. Viele der Jungs waren hart im Nehmen. Sie waren kampferprobt, seit sie in der Normandie gelandet waren. Jetzt aber waren sie ganz krank bei diesem Anblick und mussten sich übergeben. Für viele Häftlinge kommt die Hilfe zu spät. Sie sterben an den Folgen von Hunger und Entkräftung.
Am nächsten Tag müssen Bürger von Nordhausen auf Befehl der Amerikaner die Leichen der Opfer sammeln. Die Aufnahmen der Kameraleute der US-Armee aus Nordhausen gehen um die Welt als Symbolbilder für das Terrorregime der Nazis. Für die US-Soldaten ist jetzt vieles anders. Ein GI erinnert sich später: Die meisten meiner Kameraden hatten keinen persönlichen Grund, gegen die Deutschen zu kämpfen. Sie dachten, dass viele der Geschichten, die sie in Zeitungen gelesen oder gehört hatten, erfunden waren oder mindestens übertrieben. Worum es eigentlich ging, das wurde ihnen erst klar, als wir nach Nordhausen kamen. Südlich von Jena rücken an diesem 12. April 1945 Panzer und Soldaten der 89. US-Infanteriedivision vor. Kameramann Caliendo dreht hier besonders eindrucksvolle Bilder. Die amerikanische Journalistin Martha Gellhorn ist in diesen Tagen als Kriegsberichterstatterin im besetzten Teil Deutschlands unterwegs und beschreibt die rasche Anpassungsfähigkeit der Deutschen. Niemand ist ein Nazi. Niemand ist je einer gewesen. Es hat vielleicht ein paar Nazis im nächsten Dorf gegeben. Und es stimmt schon, diese Stadt da, 20 Kilometer entfernt, war eine regelrechte Brutstätte des Nationalsozialismus. Wir haben von dieser Regierung die Nase voll gehabt, sagen sie. Die Amerikaner sind uns willkommen. Wir haben keinen Grund zur Angst. Wir haben nichts Unrechtes getan. Wir sind keine Nazis. An diesem 12. April 1945 stoßen amerikanische Panzereinheiten rasch Richtung Nordosten vor. US-Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower hat in Erfahrung gebracht, dass bei Tangermünde noch eine letzte Brücke über die Elbe unzerstört ist. Die gilt es rechtzeitig zu erreichen. In der Altmark stellen sich deutsche Einheiten den Amerikanern in den Weg. Es kommt zu erbitterten Gefechten. Die Brücke bei Tangermünde wird noch in letzter Minute gesprengt. Auf dem Friedhof von Winterfeld dreht Kameramann Van der Veer diese Aufnahmen von getöteten und verwundeten deutschen Soldaten. Nach unbestätigten Berichten starben allein an diesem Tag 2000 deutsche Lanzer einen sinnlosen Tod für ihren Führer. Im Ort wird der deutsche Generalleutnant Joachim Sperling verhört. Außerhalb von Winterfeld ist eine Piper L4 von den Deutschen abgeschossen worden. Diese Grasshopper genannten leichten Transportflugzeuge konnten größere Bombenlasten mit sich führen und zielgenau auf feindliche Truppen abwerfen. Der Pilot hat Glück und wird von den GIs aus dem Wrack der Grasshopper befreit.